Oma. Warum sollte ich dir den geben? Weil ich dich lieb hab. Dann zahl erst mal, du Wicht. Du knöpfst deinem eigenen Sohn Geld ab? Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ergibt zwar keinen Sinn, dass man den jetzt von Homer abkaufen muss, nachdem man ihn im ersten Kapitel von Barney abkaufen musste, aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Ich brauche erst mal eine Pause, damit ich nach Luft schnappen kann. So, was sehe ich denn da oben? Ja, da komme ich so nicht hin, da muss ich von der anderen Seite hin. So. Ja, das sieht doch schon besser aus. Boing. Juhu. Wunderbar. So. Das ist noch kurz alles. Kann ich da hoch? Nein. Hab keine Energie mehr, brauch was Süßes. Kommt auf die Bartseite so, des Lebens. So, alt, aber wo es mir gerade einfällt... Gab es nicht hier bei dem Brunnen was? Ich bin so müde. Im Übrigen, die Spielfiguren sagen das immer, dass sie so müde sind und etc. pp. Allerdings, im Endeffekt gibt's bei dem Spiel, was ich weiß, keine Ausdauer oder sowas. Also, die rennen dann einfach ununterbrochen weiter und meckern halt. Wenn ich nicht so viele Videospiele spielen würde, wäre ich fitter. Ah, was sehe ich denn da? So. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Hier müsste was sein. Ich racker mir hier den Arsch ab. So, alles einsammeln. Das noch kurz kaputt machen. Wunderbar. Mal kurz umschauen. Wo gab's noch was da drüben? Allerdings, ich bin jetzt gerade zu faul, um da rüber zu laufen. Hey, Taxi, bleib mal stehen. Ich brauch dich, danke. So geht das alles ein bisschen schneller. Da ist nix. Aber ich glaube, hier müsste es jetzt gleich was geben. Hier bin ich mir nicht irre, oder? War da nicht eine? Nein. Wo dann? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Kurz ein bisschen umschauen, wo es hier denn noch was geben könnte. Ach, sei doch ruhig, Quimby. Vorsicht, mein... Ah, da haben wir doch schon was. Okay, den nehme ich mir gleich. Hi, Frink. So, dann mal kurz hier rüber. Ich weiß gar nicht, ist 999 eigentlich das Maximum von Münzen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Fakt ist, ich muss auf jeden Fall einkaufen gehen. Es gibt noch vieles, was ich brauche. Jetzt geht's hoch hinaus. Ja, Krustys Schwangerschaftstest. Den Bart komischerweise besitzt. Okay, da komme ich nicht hoch. Aber da oben scheint auch nichts zu sein. Ich fliege! Zumindest bis es wieder abwärts geht. Naja, dann hole ich mir mal kurz noch... Autofahrer, aufgepasst. Meinen Wagen. 10-jähriger Tramper braucht eine Mitfahrgelegenheit. Und dann melden wir uns bei Frink. Ich will Bonestorm 2 spielen, gib es mir. Das geht nicht, mein stachelköpfiger Freund. Ich brauche die Macht eines gewalttätigen Videospiels, um meine neueste Erfindung, auch Monster genannt, in Betrieb zu setzen. Wenn du ein Funkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg findest und einen Satelliten, wird meine Kreation zum Leben erweckt und wir können damit spielen. Cool, echte Gewalt ist noch viel besser als die im Fernsehen. Das ist fast wie ein lebendig gewordener Endgegner. Wer könnte ein Radio aus dem Zweiten Weltkrieg haben? Vielleicht der Typ, der Nelson immer die Granaten verkauft.
Ja, Bart und Frink. Besuche Hermanns Waffenladen, um ein WK-2-Funkgerät für Professor Frink zu besorgen. No problemo. So, das ist immer so gemein. Jetzt muss ich dem Pizzalieferwagen folgen und... Hyperantrieb auf Lichtgeschwindigkeit. Der ist schon so weit vorne und jetzt hole ich ihn doch gleich an. Hi. Gut. Wo willst du denn lang? Da lang, okay. Ich muss dem jetzt so brav hinterher dackeln, weil ich keine Ahnung habe, wo der hinfährt. Gut, hier gibt es nur einen Weg aus, warum? Also nehme ich gleich die Abkürzung. Okay. Zieleine. So, na komm schon. Putz, 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 putz. Gut, da habe ich jetzt keine Ahnung, wo geradeaus oder rechts will. Na? Na? Ah, geradeaus. Na, dann fahren wir doch auch mal geradeaus. Okay, hier lang. Hier weiß ich, dass es eine Karte gibt. Und zwar... jetzt hier oben. Genau, da seht ihr sie links. Die hole ich mir noch. Ja, jetzt nerv nicht. Komm, Boots, 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 Boots. Hängt der jetzt fest, oder was? Das passiert nämlich ganz gerne mal bei dem Spiel. Ich glaube, der hängt fest. Nein, nicht mehr, okay. Wunderbar. Gut. Hier müsste es irgendwo noch eine Waschanlage geben. Da ist dann auch eine Karte. Verdammt, Wasser! Ah, ich bin schon da, wunderbar. Hey, Chief Wiggum! Hey, Wachtelmeister, was ist denn hier los? Hast du's nicht gehört? Hermann ist ausgeraubt worden. Du weißt nicht zufällig, wer's war, oder? Denn wenn du's wüsstest, das wär toll. Oh nein, wo krieg ich denn jetzt ein Radio her? Diese frischen Bremsspuren, die vom Tatort wegführen, könnten ein Hinweis sein. Aber wer weiß das schon? Stimmt, Chief. Wer weiß das schon? Diese frischen Bremsspuren, die könnten natürlich ein Hinweis sein. Aber... naja, nicht unbedingt. Hier, ich hinterlasse dir extra viele Bremsspuren. So. So, damit du mich auch findest. Hey, Snake. Hey, Snake, wie geht's? Kenn ich dich, Freundchen? Ich brauch das Radio, das du dir ausgeliehen hast. Komm nicht in Frage, kleiner Mann. Mit dem Radio werde ich die süßen Mäuse anmachen. Soweit ich weiß, stehen heiße Schnecken eher auf schnelle Schlitten als auf antike Elektronik. Warum fahren wir nicht um die Wette? Der Sieger bekommt das Radio. Mit deinem Vorschlag bin ich völlig einverstanden. Na dann. Sei schneller als Snake. Beim Stadion. Es dürfte doch machbar sein. So, aus dem Weg. Schnell an dem vorbei. Aus dem Weg, Snake. Wunderbar. Hey, komm nicht auf meine Fahrbahn. Oh, weg, Taxi. Und nach links. Snake ist mir ziemlich auf den Fersen, sehe ich gerade. Aber den hänge ich schon noch ab. Wenn ich mich nicht irre, müsste es jetzt hier links gehen, genau. Oh, oh. Aus der Bahn, Mann. Oh, oh. Alles klar. Hat Snake wieder ordentlich Raum gut gemacht. Was mir jetzt gar nicht gefällt. Aber ich habe gewonnen. Jetzt brauche ich nur noch eine Satellitenschüssel. Wer hat so eine? Ha, Hinterwäldler gesagt's. Wunderbar. Aber leider können wir Snakes Wagen nicht klauen. Jetzt machen wir einen drauf. So, aber vorher... hier müsste es eigentlich auch noch genug zu holen geben. Zwar... wo war das? Hier müsste, glaube ich, keine Wespe sein, okay. Aber ich sehe dafür was anderes.
Und zwar Gil. Der Wolf steht beim alten Gil vor der Tür. Das glaube ich dir sogar. Du willst dir einen Wagen kaufen? So. Hast du noch was für mich? Nein, hast du nicht. Ja, mal sehen. Oh, meinen dicken Bauch werde ich nie loswerden. Oh, 1515. Okay, 152. Achtung, Achtung, an den Fahrer dieses Vehikels. Bart Simpson braucht eine Mitfahrgelegenheit. Dann bleiben wir lieber bei dem Ehrenroller. So, bitte. Da habe ich doch was gesehen. Boah, ist das kalt hier drin. Ich muss eine Abfalltonne, Marke Abfalltonne. Na, wenn du das sagst, Otto. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter ein bisschen das um, ob wir so cool wie ein Swimmingpool. Noch was finden. Da ist nix. Hier vielleicht irgendwas? Nein. Das ist ein unheimlicher Ort. Ganz leicht mal hupen. Aha, da ist eine Grafikwand, okay. Na, komm. Na, dann halt nicht. Dann muss man es kurz so machen. Und da kurz rückwärts drauf fahren, um unser Auto zu heilen. Ist hier was? Ja. Sicherlich ein Vermögen wert. Alles für Bart. Barts Führerschein. Wunderbar. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nix. Rechts stehen, links rasen. Oh Mann, das... Ah, hier wollte ich hin. Wunderbar. Stopp. Und wunderbar. Das will ich noch vorher vernichten. Gut. Ah, bleibst du da bitte oben? Dankeschön. So. Ah, hier haben wir erstmal eine Wespe. Wunderbar. Ist hier sonst noch was? Oder muss ich rüber? Ja, ich muss rüber. Hier haben wir die Monorail. Die sich die Bürger von Springfield mal haben aufdrucken lassen. Die schaue ich mir aber gleich an. Vorher will ich nämlich genau hier rüber. Wunderbar. Denn in die Monorail kann man einsteigen. So, mal ein bisschen weiter umschauen. Kaputt machen und das Geld mitnehmen. Ach, wenn es doch nur in der Wirklichkeit so leicht wäre, Geld zu machen. Wenn es doch nur wirklich so leicht wäre. So schnell so viel Geld zu machen. Sich nicht so viel bewegen müssen. Es wäre schön, wenn ich einfach in der Arbeit, indem ich eine Kiste kaputt mache, mal kurz 30 Euro bekommen würde. Mei, das wäre schön. Das wäre schön. Ich brauche erstmal eine Pause, damit ich nach Luft schnappen kann. Du kriegst aber keine Pause, Bart. Hab keine Energie mehr, brauch was Süßes. Kriegst du auch nicht von mir. Ah, da kann ich nicht hoch, schade. Da muss ich so rum. Denn ich will doch kurz in die Monorail einsteigen. Einfach, um es euch zu zeigen. Ich glaube aber, es hat keinen Sinn. Und... Hui! Oh Mann, das nervt! Es gibt zwar gar keinen Sinn, in die Monorail einzusteigen, aber... Hey! Ja, wir fahren jetzt mit der Monorail! Grafikwand! Mein Hintern tut weh! Nette Fahrkünste, Mann! Kaputt! Versager! So, Achso, schade, das Wrack ist weg. Wenn's mich zu viel ausmacht, hätte ich auch gern ein neues Auto. Gut. Wie sieht's eigentlich mittlerweile mit der Statistik aus? Ja, du, 4 von 7 Karten habe ich schon. Ist doch nicht schlecht. Das ist sogar ziemlich gut. Ich weiß nämlich noch, wo 2 Karten sind. Das ist doch wunderbar. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich zu denen hinkomme. Geh mal aus dem Weg.
aus dem Weg.